Und ein wunderschönes Willkommen zurück zu unserer allerersten Folge mit unserem eigenen Auflieger in ATS, wohlgemerkt. Geil. Leider sieht man hier, verwendet einen brandneuen Auflieger, um über Frachtmann in großer Vielfalt von Frachten ins Ziel zu bringen. Legal, leck mich. Schwanzpenis. Ja, Salt Lake City. Da haben wir jetzt auch übrigens auch eine Garage, ne? Unsere zweite Garage. Zwar leider da noch keine Angestellte, wobei da eh nur Platz für zwei sind. Also insgesamt haben wir jetzt ja Platz für drei, weil in der ersten Garage ist dafür wieder ein Platz frei geworden. Also. Ja. Oh. Guckt euch diese Auflieger an. Guck. Ach man. Guckt euch diesen LKW an und sagt mir, dass er nicht schön ist. Ja, schneller, 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 schneller. Meine Fresse. Das dauert hier aber auch. So, jetzt so. Da. Ein Prachtstück. Eigentlich könnte man mal so Fotosession machen, ne? So, wobei bringt mir nicht wirklich was. Bei YouTube sieht man es sowieso, kann man sowieso Screenshots machen. So. Dann den Mikrofon sehe ich sowieso gar nichts. So. Yeah. Also wenn das nicht cool aussieht, dann weiß ich nicht. Dann hat man keinen Geschmack. Dann ist man. Dann ist man nicht mehr Teil dieser Welt. Dann ist man. Vor allem halt der LKW selber, diese Stoßstange. Oh, da, also mit so einer Stoßstange kann man doch bei mir zustoßen, Alter. Oh. Ja, werde ich ja direkt. Okay, sehr gut, jetzt aus. Feierabend, let's go. Halt. Das da. So, warum ist das denn eigentlich schon wieder an hier? Ich möchte halt. Ich möchte dich gerne ausschalten. Danke. So, let's go. Volle Fahrt voraus. Oh, wir fahren sogar mit relativ viel Last. Das ist ja ganz gut, dass wir drei Achser genommen haben. Passt doch. Wird doch direkt gebraucht. Mach auf die Kacke hier. Oh, Straße leer. Gut. Alter, wie ich da beinahe das Schild schon wieder mitgenommen habe. Dieser Auflieger ist einfach viel zu lang. Verkackte Kacke. Eieiei. Ach, guck mal, der ist mal auch rausgekommen. Wow. Aber wobei es halt schwierig gewesen wäre, auf die Straße raufzukommen. Weil wir. Alter, mein Auflieger ist halt einfach mitten auf dem Rasen. Wie scheiße lang ist das Ding bitte? Das ist doch nicht mehr normal. Ich will nicht wissen, wie wir damit durch die Stadt kommen. Wahrscheinlich einfach fliegen, nur mit Fliegen oder so. Keine Ahnung, ist doch nicht mehr normal hier. Das wird eine spannende Zeit, dem Auflieger hier. Ja, nee, wie gesagt, aus dem anderen Tor, da werden wir wahrscheinlich einfach, gerade weil der Auflieger so lang ist, einfach mit dem Wenderadius wären wir nie rausgekommen, ohne uns da am Tor selber aufzuhängen. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Ist aber schon ordentlich Gewicht, ne? Das bisschen Dynamit hier. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen was von dem Dynamit in die Luft jagen, dann sind wir leichter.
Vor allem, weil wir dann in der Luft sind. Also, dann fliegen wir. Dann kommen wir auch die ganzen Städte durch. Easy. 20 fliegen mit einer Klappe. Oh, wir waren nicht zu schnell. Not bad, not bad. Ich wurde übrigens auch schon angesprochen, also hier von meinem Let's Play-Kollegen Franks. Komischer Name. Ob er auch dieses Texture Pack haben kann. Oder ich ihm sagen kann, wo ich es her habe. Und ich hatte auch, glaube ich, mal in den Kommentaren einen gehabt, der gefragt hat, wo er sich das runterladen kann. Und ja, ich habe es dann aber bei Franks habe ich dann gekonnt mich rausgeredet. Ja. Und dir denn gesagt, dass es schon etwas Exklusives sein soll? Ja. Leider gibt es diese Skin auch nur für manche LKWs. Was auch einer der Gründe ist, weswegen wir überhaupt gerade ein Petabyte fahren. Weil eigentlich bin ich persönlich ja eher so ein Canvas-Fan. Also Petabyte mag ich auch, keine Frage. Sind beides geile Firmen. Aber wenn ich zwischen denen meinen Willen müsste und mein Leben davon abhängt, dann würde ich mich wahrscheinlich eher für Canvas entscheiden. Ansonsten, wie gesagt, sind beide Filmklasse, keine Frage. Aber eben, dieses Texture Pack gibt es nur für diesen Canvas und halt bei, für diesen Petabyte. Wobei, nee, bei muss ich mal selber gerade nochmal ganz kurz gucken hier, bevor ich jetzt irgendeinen Müll erzähle. Bei Petabyte können, glaube ich, beide LKW den Skin annehmen. Und bei Canvas kann aber nur dieser ganz alte aus dem, also dieser klassische LKW, den Skin annehmen. Genau, hier der Petabyte kann das. Der glaube auch. Genau, der kann es nämlich auch. Wobei, nee, für den hatte ich einen. Ach, stimmt, ich habe ja zwei Texture Pack Mods drin. Daran liegt es, genau. Ja, okay, ja gut. Aber für den Canvas kann es halt, genau, hier diese separate Mod, die wird halt seltsamerweise unterstützt. Scheinbar nutzen die Mods doch so viel. Und bei dem wird nur der neuere unterstützt von dieser Mod. Und der andere, den ich persönlich eigentlich eher mag, und zwar den hier, an die andersrum, genau, das ist ja der. Und der wird, hier werden halt beide von der Mod unterstützt. Aber erstens finde ich diese Textur nicht so geil, sondern ich persönlich mag halt eher die von der anderen Mod. Ne? Also, das Ding, was wir jetzt auch die ganze Zeit hier haben, das Ding, die Mod, finde ich persönlich halt wesentlich schöner. Und die unterstützt leider halt kaum LKWs. Wie gesagt, der LKW wird unterstützt. Dann halt der klassische Canvas. Und noch irgendein LKW. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher, welcher von den 10.000 das ist. Aber es werden halt nur drei LKWs unterstützt. Und deswegen fahren wir halt mit dem. So. Und halt am Anfang mit dem klassischen aus dem Mod. Dieser K100. Zum einen, weil der halt schön ist. Die Mod habe ich auch schon privat genutzt, bevor ich die Skin-Mod hatte. Aber umso cooler fand ich diesen Zufall, dass dieser alte LKW durch den Mod auch von den Skin unterstützt wird.
Was halt eine geile Fügung des Schicksals war. Ah ja. Oh, schon sind wir bei 70. Ja, ich weiß nicht, sollte ich als nächstes lieber noch einen weiteren LKW kaufen und weiteres Personal anstellen? Oder lieber erstmal den LKW hier, den wir haben, erstmal ein bisschen aufrüsten? Haben wir rot? Ja. Jetzt nicht mehr. Scheinbar. So. Schon wieder dieser LKW. Der Sound gedämmt durch die Ohren, Mark, Knochen, was auch immer. Alles. Ah, lass mal stehen! Hallo, Bremse? Ich stand gerade auf der S-Taste. Wow, direkt wieder Schaden und dann nagelneuer LKW, direkt Schrott. Gibt's doch ja nicht. Ich glaube, ich mache dieses automatische Vital raus. Der ist zwar schön, aber das Problem ist, wenn der LKW bremst, also wenn er richtig bremst, dann bremst er viel zu lange, bremst er direkt auf null runter, egal wann man die Taste wieder loslässt. Aber gerade wenn man langsam fährt, so wie ans Stauende ran, dann bremst er teilweise gar nicht mehr. Der braucht er ewig, bis er wirklich die eigentliche Bremse aktiviert und bleibt ewig auf diesen kalten Vital hängen. Nee, ist ja hier bei Gameplay, ne? Automatischer Vitaler, raus. Automatische Motorbremse, raus. Wir nutzen nur noch die krass Trommelbremse. Das ist die Trommel? Aber ich drück das Pedal schon durch, oder? Ach nee, er drückt das Pedal gar nicht. Da kann es doch gar nicht funktionieren. Wow. Ich habe mich schon gewundert. What the fuck? Ja nee, also für eine... Also... Das kannst du doch keinem erzählen, das ist doch keine Torque-Bremse. Und ich dachte, es liegt jetzt halt daran, dass du immer erst automatisch den Vitaler benutzt. Aber nee. Da hat mir irgendjemand die Bremsen geölt. Läuft wie geschmiert, muss ich sagen. Also. Läuft echt lieb, oder? Naja.
Warum hat sich jetzt der LKW bitte schon nach rechts gestellt? Ich meine nach links. Junge, was stimmt denn mit dir? Fuck. Das war so nicht geplant. Bitte kein Gegenverkehr. Wie war's 55? Verarschen? Ja, wieso hyperventiliert die gerade? Was ist los mit dir? Was? Achso. Wo fahren wir eigentlich mal lang? Aha, ein paar interessante Strecken. Oh, sogar sehr viel unbekanntes Gebiet. Sehr cool. Ja. Bin ich so mit einverstanden, können wir so machen. Guck mal, hier sind zwar auch ein paar unbekannte Sachen. Lohnt sich das? Geiles Lied, muss man schon sagen. So, wir haben 28 Stunden, by the way, das heißt, wir können locker noch einmal schlafen. Sollte ich doch bald mal machen. Sobald bald eh dunkel wird, ne? Von daher hätten wir doch reinfahren können. Scheiße. Oh. Hätten wir doch hier pennen können. Aber noch eine andere Schlafgelegenheit hier weiter hinten irgendwo? Ja, hier haben wir noch ein paar Gelegenheiten hier hinten zum Beispiel. Außer schon wieder zu weit weg. Sieht fast so aus, ne? Na ja, gut. Warten wir mal auf die nächste günstige Gelegenheit. Ein bisschen Zeit haben wir noch, oder? 3 Stunden nur. Ja. Schüssel de Dizzle. Oh, das ist eine Baustelle. Wie ist das hier eine Baustelle? Halt, stopp, jetzt rede ich. Jetzt schickt mich schon wieder hier rein. Also irgendwo, vor allen Dingen, hier schon aus Schlaufe, jetzt war ich die ganze Zeit im Kreis, ne? Ihr seid alle bekloppt. Ist nicht euer Ernst, oder? Ich kann nur hier lang. Ich kann jetzt hier riesen Umweg fahren. Ach, so bekloppt. Warum war diese Sperre nicht schon hier ausgeschildert? Hätte ich hier direkt außen rumfahren können. So wie es im echten wäre. Meine Fresse. Das ist doch kacke. Das funktioniert nicht. Ich kann hier nicht einfach den Weg für zurückfahren.
Warte mal kurz, wenn ich jetzt statt hier. Wenn ich jetzt. Ja, 13 Stunden dauert das denn. Achso, nee, nein, nicht da. Sondern ja, hier. Weil eben hier kann ich ja nicht lang fahren. Die Straße ist ja gesperrt. Ich müsste quasi hier außen rum fahren. Das lässt mir gar nicht zu, ne? Ort meiden. Bam. Ah. 12 Stunden immerhin nur. Das ist doch Kacke. Gut. Weißt du was? Der Unfall ist ja hier vorne, oder? Das heißt, wir können doch einfach den Unfall an sich umfahren. Achso, ich muss ja verlassen, dass ich das wäre. So, zeigt dir nur Koka an. So, Baulicht haben wir auch an? Ja. Denn es wird jetzt gleich ein bisschen ungemütlich. Beziehungsweise kann ich mich auch hier vorne irgendwo wenden. Doch, ich könnte doch hier wenden. Dann machen wir wahrscheinlich lieber das, ist jetzt ein bisschen gemütlicher. Weil ich wollte nämlich jetzt hier einmal eine Kurve rumfahren, aber ich glaube mal, mit unserem Auflieger wird das nichts. Das können wir original vergessen. Na gut, hier vorne können wir es wiederum schaffen. Hier ist sehr geräumig. Ich sehe nichts mehr. Aber warum fährt der? Junge, ich habe Blinklicht und Umlicht an. Können jetzt mal einfach mal alle stehen bleiben hier? Was mit diese Leute? Soll ich hier irgendwelche Schilder aufstellen? Stehen bleiben oder es klatscht oder was? So. Rundumlicht ist wieder aus, sehr gut. Hütchen. Tada! Auf 500 Meilen. Okay. Oh, es wird dunkel. Wow, ey. Schaukel mal hier nicht so. Hat schon eine enge Kurve hier. So, wo können wir das nächste Mal pennen? War aber noch Stücke, ne? Bis zur nächsten sinnvollen Gelegenheit.
tanken sollten wir auch bald mal wieder. Ah, kacke. Vielleicht sollst du doch hier einen Abstecher machen? Wie gesagt, die nächste günstige Sache, wo wir nicht erstmal irgendwo reinbiegen müssen, wäre das Ding hier. Also müssen wir auch rein, aber da müssen wir nicht erstmal auf die Nebenstraße rauf oder so. Aber das ist nur wahrscheinlich noch ein Stück hin, ne? Ja, 2 Stunden 11. Mal gucken, wie viel Zeit haben wir denn? Oh. Ja, doch, sollte klappen. Unser Sprit reicht noch. 400 Meilen, okay. Sollte also passen. Ich meine, die 400 Meilen, die stimmen auf keinen Fall. Weil bei unserem Spritverbrauch, den wir gerade bei der Geschwindigkeit am Tag legen, und auch, da wir jetzt beschleunigen hier, dürfte die tatsächliche Entfernung, die wir zurücklegen könnten, wesentlich niedriger ausfallen. Aber so als Richtwert kann man es doch so benutzen. Also 200 Meilen sollte man auf jeden Fall kommen. Da vorne ist schon wieder Kuschelheim. Richtig blaue Dämmerung hier. Richtig wolkenfrei gerade. Wow. Guckt euch diese an. Sieht hier am Cockney aus. So schön ist das. Meine Rede. Ich finde es aber so komisch mit diesen schiefen Hänger, mit diesen Frack-Tanks. Da sieht man so komisch aus. Ah, hier oben. Das Ding, das hier oben, das würde halt vollkommen reichen, damit man sieht, ob man rein muss oder nicht. Und dann könnte man das Ding hier noch offen halten. Aber nein, stattdessen müssen die über das gesamte Navi so eine Kackmeldung zeigen, wodurch man nicht mehr weiß, ob man, also wo man abbiegen muss. Rechtzeitig natürlich. Ja, die ist so dumm. Ich will nie mehr. Ich will mein Geld zurück. Jetzt sofort. Warum ist da ein Auto? Ja, wobei der beeilt sich wenigstens. Der will um 7 zu Hause sein. Gut, ist schon nach 7, mal ganz davon abgesehen. Immer diese Leute, die vor dem bis hier runter? Oh ja, tatsächlich. Ja, okay. Immer die Leute, die vor dem Abbiegen, also über dem Überholmanöver, keinen Filterblick machen. Hier schon wieder wie Sau. Weil ich habe keinen Kontakt, sorry. Go straight on.
Ja, sehr gut. Haben wir vielleicht geschafft. Hoffe ich mal. Vielleicht auch nicht. Ist ja zu Stücke, ne? Obwohl, so weit ist er gar nicht mehr. Nö, wird endlich voll. Ist jetzt irgendwie gleich da. Also, immer schön ruhig bei mir. Bitte bleib grün, bitte bleib grün. Nein, das wird rot, natürlich wird rot. Dieser Auflieger ist halt viel zu lang, Alter. Ich sage ja, für die Stadt total ungeeignet. Die Dämpfe sind mit seiner Stoßstange schon fast auf der Straße, ich glaub's ja. Sieht der Ojan schon wabbelig aus, ey. Holy moly. So, da vorne ist es ja schon. Warum stehen die hier mit auf der Autobahn? Mit denen los? Haben die gesoffen? So, wo ist jetzt der Eingang? Hier ist der Eingang. Jetzt wissen wir noch aus. Aber bei meinem Glück fahre ich gerade jetzt wieder beim Ausgang rein. Oh nö, sieht soweit richtig aus. Muss ich nur gucken, wie kann ich hier am dümmsten parken? Am dümmsten gar nicht. Hey, das hab ich jetzt sehr hart gedrückt, mein Freund.
ein bisschen schief ist schon. Egal! Let's go! So. Bitteschön. Nächste Runde tanken. Und dann, also in der nächsten Folge dann, in der nächsten Folge nächste tanken. Was? Nein. Egal. Ja. Auf jeden Fall. Bis dann.